Okay, ich hab's geschafft. Ich bin Erster. Boah, also das ist wirklich sehr anstrengend gewesen, aber ich hab's tatsächlich geschafft, einfach Erster zu werden. Geil, 2 Minuten 12, das ist doch eine geile Sache. Hallo Leute, herzlich willkommen auf Tinger Stando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Forza Horizon 5. Und ich bin hier auch gerade direkt in den Scheunenfunden. Denn es gibt hier ein Auto, was ich noch nicht abgeholt habe. Habe ich nämlich gerade zufällig gesehen. Und ich will sagen, wir holen das hier einfach mal ab. In gut 3,6 Sekunden. Bitte Jay, dich zum Beschleunigungsrennen mitzunehmen. Und wundere dich nicht, wenn niemand gegen dich fahren will. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall das, was neu ist. Beziehungsweise was das neue Auto ist. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, gerade hat das sieht ein bisschen aus wie ein Dodge. Ist das ein Dodge? Keine Ahnung. Ah. So, gucken wir doch mal. Ist das jetzt ein Dodge gewesen oder nicht? Ja, doch, ist tatsächlich eine Dodge hier. Okay. So, wir haben jetzt hier ein neues im Fuhrpark. Das ist ein weiteres Fahrzeug. Nice. So. Okay. Können wir erstmal B drücken. Zack. So, ich will auf jeden Fall heute eventuell wieder mal ein paar Rennen machen oder sowas. Wir können ja mal gucken. So. Also wir haben ja noch ein paar Dinge, sag ich mal, noch nicht gemacht. Zum Teil hier. Haben wir hier eigentlich Scheunenfunde irgendwo? Oder gibt es hier aktuell nichts? Nee. Okay. Gehen wir mal hier auf die linke Seite. Ich würde sagen, wir machen hier oben erstmal den, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen hier den erstmal. Was ist das denn hier? Wüstenrennstrecke. Okay. Machen wir dann erstmal den hier. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Bei nächster Gelegenheit wenden. So. Sag, ey. Ich würde sagen auch, ich mache mal kurz einen Cut und wir sehen uns einfach gleich, wenn ich da bin. So, ich bin angekommen und wir betreten einmal hier das so, und gehen hier direkt mal auf Solo. So. Also empfohlen sind tatsächlich diese ganzen Autos hier. Oh, ich könnte natürlich auch den Lamborghini den Lamborghini Sian Roadster nehmen. Weil der ist tatsächlich am schnellsten, ne? Aber der hat hier Handling, 10 Beschleunigung, 10 Starten, 10 und Bremsen, 10. Und Offroad hat er aber nur eine 5,1. Ich würde sagen, ich nehme den, weil der hat halt alles 10, ne? Weil der hat halt nur 8 und sowas. Ja, komm, wir nehmen den und wir sind glücklich. So. Fahren wir diesmal mit einem Lamborghini. Auch mein Favorite Car sogar. Also mein Favoriten Auto. Denn ich mag den Lamborghini Huracan auf jeden Fall. Das ist mein Lieblingsauto. Und so als normales Auto finde ich Audi eigentlich ganz nice. So. Aber Lamborghini ist auf jeden Fall schon das, was ich wirklich sehr geil finde. Natürlich den Lamborghini Huracan. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches Modell das hier ist. So. Also Geschwindigkeit ist der nicht so gut, aber der ist im Handling und sowas gut, wie man hier sehen kann. So. So. Na, ich glaube, ich muss zurückholen, ja. Da habe ich aus Versehen die Kurve nicht gekriegt. Aber ist nicht schlimm. So, jetzt. Also man merkt schon richtig, wie viel, als was für ein Handling der hat. Oh, da muss ich wieder zurückspulen. Ja, noch einen weiter.
Ah, Kacke, Kacke, Kacke. Ah, das war Kacke. Ich habe die Kurve nicht gesehen. Na, ich glaube, hier könnte ich es jetzt schaffen. So, fahren wir hier schön außen rum einmal. So. Hab ich das gekriegt? Nein. Oh Mann, ey. Jetzt aber. Kacke. Ich bin Fünfter tatsächlich. So. Aua. Okay. So. Okay, also wir sind gerade Platz 4. Das ist eigentlich ganz gut. Aber die rücken halt schon einen sehr auf die Pelle. Und hier vor allen Dingen wollen die auch überholen. Das war schlecht. Aber vielleicht kriegen wir die eingeholt. Nee. Gut, dann spule ich einmal wieder zurück. So, hier. Na. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall wieder überholt. Ich bin Erster, okay, aber das hält sich nicht lange. Habe ich jetzt einen gekriegt? Nein. Mann, das ist doch immer scheiße, dass ich den nicht kriege. Warum kriege ich denn die nie? Na, könnte sein, dass mich jetzt einer überholt. Ja, das ist natürlich dieser Bugatti, den ich habe. Okay, ich habe es geschafft. Ich bin Erster. Boah, also das ist wirklich sehr anstrengend gewesen, aber ich habe es tatsächlich geschafft, einfach Erster zu werden. Geil, 2 Minuten 12, das ist doch eine geile Sache. Geile Sache. Ja, fortsetzen. Kriege ich nicht jetzt Geld oder irgend sowas? Keine Ahnung. Also es ist wirklich ein schweres Spiel gerade gewesen, aber ich habe es tatsächlich geschafft. Womöglich auch einfach nur dadurch, dass ich... Du hast es gewollt. Abgeschossen. Okay. Mir fehlen noch 7800 weitere Auszeichnungspunkte. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier so eins. Seasonmeisterschaft ist das. Ach so. Ja, dann doch nicht. Wo gibt es denn hier noch so ein blaues Teil? Hier, ne? Ah, ne, hier ist auch noch eins. Gehen wir doch mal hier hin. So. Fahren wir jetzt mal mit dem Lambo hin. So. Okay, Leute, ich mache mal wieder einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich, wenn ich da angekommen bin. So, ich bin am Rennen angekommen und jetzt können wir hier auch einmal nochmal so spielen. So, wir spielen natürlich das. So, jetzt sind hier wieder andere Autos, die wieder gut sind. So, also, wir müssen gucken, welches wir diesmal nehmen. Das ist jetzt mein aktuelles Auto. Wir nehmen natürlich wieder eins, was empfohlen wird. Im Prinzip ist der eigentlich der Beste im Offroad und sowas. Bremsen hat er sogar 10, Beschleunigung hat er 7,7. Ja... Ja, der ist tatsächlich der Beste hier, der hier unten. Wollen wir den nehmen? Der Dodge Viper. Der hier ist auf jeden Fall besser. Wir nehmen den. Und mal gucken, ob wir diesmal dieses Rennen gewinnen. Ich denke mal eher nicht, aber mal sehen. So, ich weiß gerade gar nicht, welches Auto das ist, weil ich habe da gar nicht drauf geachtet. Wir fahren auf jeden Fall dieses Auto jetzt. Sieht auch sehr geil aus, ne? Das steht wahrscheinlich wieder hinten drauf. Ah, das ist auf jeden Fall ein Lamborghini bei, sehe ich. Okay, das hat auf jeden Fall irgendwie so einen Boost hinten. Ah, keine Ahnung. Ja, also ich merke schon, das ist ein... Also irgendwie kann ich auch... boosten. Aber ich weiß gerade gar nicht, wie.
Oder ich ramme ja einfach jeden weg, okay. Einfach ein bisschen Offroad fahren. Ganz entspannte Basis. Ja, bin kurz hängen geblieben, bin wieder hängen geblieben. So. Okay, jetzt wieder Gas geben. Also die Geschwindigkeit ist nicht so gut, aber der ist einfach schneller als der der Bugatti. Boah, fast eingefahren. Okay. Ich glaube, ich kann das tatsächlich lange aber nicht halten, die 1. Weil die sind mir relativ nah an der Pelle dahinter mir. Muss einfach nur der beste Pro-Fahrer sein, dann geht das. Noch ein 50% und dann sind wir Erster. Jetzt musste ich ganz stark abbremsen. Macht aber nichts. Jetzt kommen die wieder näher. Ja, der ist ziemlich stark hinter mir. Hängen geblieben. Könnte ein Fehler gewesen sein, aber ist keiner zum Glück. Der ist ausgebrochen, er ist ausgebrochen, er ist ausgebrochen, er ist ausgebrochen. Er ist ausgebrochen. Macht aber nichts. Wir fahren einfach nochmal und spulen wieder zurück. Also ich spule jetzt bewusst zurück, weil ich einfach keinen Bock habe, wieder Letzter zu sein, wie sonst immer. Und ihr wollt ja hier auch was sehen, oder nicht? Ja, komm, ich kann schon wieder vergessen. So. Okay. So, und jetzt Vollgas. Ah. Mann, das ist doch scheiße, wenn der ausbricht. Warum bricht der denn auch da aus? So, jetzt einfach nur gerade fahren. So, jetzt. Ja, egal. Ja, 30% nur noch. Könnte klappen. So. Hier muss ich bremsen. Er ist wieder ausgebrochen. Warum bricht der denn aus? Was ist das für ein Auto, ey? Also Handling von dem ist absoluter Müll. Aber macht nichts. So, jetzt. Jetzt ziehe ich die auf jeden Fall wieder hinter mir ab. So. Also die Geschwindigkeit, wie man sehen kann, ist absoluter Müll von denen. Deswegen die auch relativ schnell einhunden. Boah, das war jetzt aber tatsächlich sehr gut. So. Ah, da ist ja schon das Ziel. Ja gut, also mit Dingens bin ich auf jeden Fall Erster gekommen. Also mit Zurückspulen. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht Erster. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe es ja immerhin geschafft. So. Statt vorbeikommt, fragt nach dir. Ich sage, dass du sie als nächstes rannimmst. Du solltest ihre Gesichter sehen. Na, okay. Sauberes Rennen. Ah, nächstes Level. Stufenaufstieg. Geil. Ich habe sogar einen Wheelspin. Geil. Komm, bitte ein geiles Auto. Ja, okay, ist ein Auto, aber gut. So. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr drauf joinen würdet. Schaut außerdem auf meinem Zweitkanal vorbei, dort kommen normalerweise täglich Reactions hoch. Lade ich normalerweise täglich hoch, aktuell nicht. Aber da kommen auf jeden Fall auch Videos. Schaut da gerne vorbei, habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sano. Ciao, ciao.